Ole Rö, meine lieben Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Böse Nachbarn. Wir sind bei der alte Spielverderber. Und das sind 70% Mindestquote. Okay, 6 Minuten Spielzeit. Mit manchen Objekten kann man den Tagesablauf des Nachbarn stören. Okay, der Nachbar mag Fußball, aber nicht, wenn ihn spielende Kinder immer wieder stören, indem sie ihre Lederkugel durch sein Küchenfenster bolzen. Dabei wollte er sich doch so schön beim Klavierspielen entspannen. Das Einzige, was ihn da noch beruhigen kann, ist der Duft seiner Lieblingsblume Susi. Woody macht sich wieder einmal auf den Weg zur Wohnung des Nachbarn. 8 Streiche. Mal sehen, ob wir die in der richtigen Reihenfolge hinkriegen. Wieder 6 Minuten Zeit. Die Zeit ist halt auch immer so ein Faktor, ne? Okay, ich sehe hier schon, wir haben eine Bowlingtasche. Das heißt, wir müssen den Fußball schon mal durch eine Bowlingkugel ersetzen. Und wieder den Edding, okay. Das hier unten ist deine Lieblingsblume wahrscheinlich, ne? Wir nehmen erstmal das Klopapier und die Seife wieder. Ganz fix. Oh nein, Woody, geht zurück! Okay, Telefonhalterung, okay. Wir müssen wahrscheinlich auch wieder Mikrowelle oder so, ne? Die Seife müssen wir wahrscheinlich wieder oben hinlegen. Okay, damit fängt er also an. So gesehen. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge, aber ich schätze mal, das hier dürfte die beste Reihenfolge sein, oder? Okay, wir haben ein Telefon. Ah, okay. Ich glaube, ich muss mit der Bowlingkugel anfangen. Stinkender Käse. Ah, der stinkende Käse kommt da rein. Okay. Wir müssen, glaube ich, hier mit dem Dings hier anfangen. Bowlingkugel. Hier, 1, 2, 3. Okay. 4, 5, 6. Da oben sind noch irgendwelche 2. Habe ich die Kommode untersucht? Ja, da habe ich den Edding, ne? Was könnte ich denn da reinpacken? Kann ich das mit Klopapier irgendwie? Ich muss ja irgendwas mit Klopapier machen, ne? Er rennt wahrscheinlich aufs Klo. Das wäre dann 7. Ah, da muss ich noch irgendwas mit dem da oben machen. Mit dem Klavier. Ich weiß noch nicht, was. Das ist so die Frage. Nee, das bringt auch nichts. Was kann ich denn mit dem Klavier machen? Ah! Nein, 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 nein. Okay. Okay, okay, ich weiß. Alles klar. Super. Sehr gut. Dann weiß ich alle. Nee, ich bleib mal oben. Ich bleib mal oben. Okay. Jetzt müssen wir uns beeilen. Okay. So, okay, und jetzt? Das Telefon anrufen. Fuck,
ich hoffe, er schmeißt den Dings nicht nochmal zurück. Nein, hoffentlich nicht. Oh, da habe ich es gerade verkackt. Ach, kacke. Okay, ja gut, dann müssen wir nochmal machen. Alles klar, okay. Ja, das war my bad. Das war definitiv doof gemacht. Das war wirklich doof. So, zack. Reifenhälter, zack. Das, zack. Das Klo haben wir auch schon mal. So, dann können wir nämlich hier oben jetzt schon mal alles vorbereiten. Schon mal die Seife hinlegen. Das Ei da rein. Zack. Nein, ich habe das Telefon vergessen zu holen. Aber es ist okay. Das kriegen wir gleich noch hin. So, runtergehen. Ach Gottchen. Perfekt. Perfekt. Telefon holen. Und das da. So. Jetzt dürfte es ja eigentlich alles funktionieren, hoffe ich. Oder? Vielleicht muss ich zwischen dem Klo und Dings erst anrufen. Oh. Ja, ich rufe mal erst später an. Ich glaube, das ist schlauer. Weil er dann jetzt erst zu der Pflanze, dann hier das Klo halt. Dann macht er das erst fertig, dann rufe ich an und dann Klavier. Hoffentlich. Hoffentlich. Jetzt macht er das. Jetzt geht er schnell zum Klo. Zum Telefon meine ich. Scheiße. Muss ich vielleicht doch erst das Klavier machen? Weil ich brauche jetzt noch 16... Obwohl 16% durch das Klavier könnte passieren, oder? Geht bestimmt aber nur so 13 oder so. Ja. Ach Leute, okay. Die Folge könnte ein bisschen schwieriger werden. Schwieriger, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist. Okay, dann müssen wir mal gucken. Jetzt könnte dann doch das Klavier zuerst, würde ich sagen, ne? Doch das Klavier zuerst. Ja, safe das Klavier zuerst. Okay, er kommt gleich runter. Ui, Woody. Machen wir das jetzt einfach mal. Klavier. Ach, Menschenskinders, Leute. Spielt jetzt halt erstmal noch, deswegen. Aber das dürfte eigentlich zeitlich passen, oder? Das passt schon mal.
Okay, Klopapier nehmen. Klo verstopfen. Hochgehen. Jetzt warten wir. Oh, es kann sein, dass nur diese Folge in diesem Paar, Leute. Das könnte sein, ne? Also, nur diese Episode in diesem Part hier halt. Also, ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. So. Schmeißt er die zurück. Jetzt können wir schon mal das Telefon anrufen. Weil jetzt geht er zum Telefon. Danach will er ja eh zur Pflanze gehen. Nö. Hätte jetzt die Kinder schon angeschissen. Nein, er war kurz... Nein! Okay, ich muss erst das Bild und dann das Telefon. Glaube ich. Weil das Telefon, also... Fürs Telefon kommt das immer erst so spät. Die Leiste hier unten. Also der Streich an sich, der wird erst so spät realisiert, sag ich jetzt mal. Ja, 13, okay. Es gibt keine 10, oder? Es gibt 7. Oh. Okay, Leute, das ist nur diese Folge. muss ja auch mal sein, so ein Part, ne? Wo man ein bisschen sehr failt. Okay, dahin. Dahin. So, jetzt den Seifenhalter. Und das Toilettenpapier. Was ich auch gleich schon mal verwenden kann. Da habe ich da nicht so einen Stress gleich. So, dann kann ich das Telefon nehmen. Und das benutzen. Dann gehe ich an den Kühlschrank. Nutze die Seife. Das Ei. Und warte. Einfach nur warten. Der sich mal aufregt. So, jetzt warten wir. Okay, der Ball ist da. So, jetzt das Bild bemalen. Den Käse. So, es hat ja Bonuspunkte gegeben, als er hier den Ball hatte und dann das Bild gesehen hat. Die Bildreaktion kommt halt einfach viel früher, wenn ihr wisst, wie ich das meine. Also das Streichometer, sag ich jetzt mal, das steigt schneller beim Bild als beim Telefon. Weil beim Telefon muss er erst rangehen, ein bisschen was sagen und dann wird das erst als Streich gezählt. Das ist das Problem. Aber, ja. Deswegen machen wir das Telefon jetzt mal gleich nach dem Bild. Was du, King? Den Bildschirm geklopft, Woody? So. Bitte, bitte, bitte. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Dann dürfte das jetzt aber klappen. Dann rufen wir jetzt das Telefon an. Gibt 10% plus 3. Und das dürfte jetzt aber auch klappen, oder? Oder? Und noch 26%. Ja, das gibt 13 und 3, ne? Ja! Oh! Das gibt 7. Oh, Leute, wir haben es geschafft! Puh. Ja, das ist halt... Problem bei bösen Nachbarn, wenn man das 100% spielen will. Aber gut, dann war es das für diese Folge. Wir haben diese Folge leider nur den alten Spielverderber geschafft. Der Apfelkuchen war in der letzten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Wir könnten schon die zweite Staffel machen, Leute.